Am 4. Dezember 2014 fand das wichtigste Branchentreffen der Automobilwirtschaft für Bremen und Nordwestniedersachsen im Volkswagen-Werkforum Emden statt. Der Cluster Automotive Nordwest richtete hier seine alljährliche Herbstkonferenz aus, an der sich viele der über 70 Mitgliedsunternehmen beteiligten. Der Vorstandsvorsitzende von Automotive Nordwest e.V., Manfred Meise, erklärt, was die Zuschauer erwartet. Eine tolle Umgebung. Wir sind hier bei VW sehr gut aufgenommen worden. Über unsere Grenzen, die wir eigentlich bespielen im Bereich Nordwest hinaus. Also hochinteressante Themen mit vielen interessierten Gästen und vielen interessanten Vorträgen. Die Themen waren vielfältig, konzentrierten sich aber vor allem auf alternative Antriebe und Möglichkeiten durch den Einsatz von Liquefied Natural Gas, das sogenannte LNG. Nach Grußworten von Ingelore Hering des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Dr. Anna Meinke, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest, folgten die zahlreichen Vorträge. Unter anderem über Energiespeicher der Zukunft und die niedersächsischen Aktivitäten im Bereich alternativer Antriebe. Über die LNG-Initiative Nordwest und die Notwendigkeit von alternativen Energiequellen in der Zukunft berichtet Katja Baumann. Wir müssen langfristig ganz wegkommen von fossilen Energieträgern, schlicht weil sie nicht mehr verfügbar sein werden und schlicht weil wir nicht mehr länger so einen CO2-Ausstoß haben dürfen, wie wir ihn bisher haben. Aber wir haben eben zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht die Technologien, ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und darum, denke ich, ist LNG eine hervorragende Brückentechnologie. Das vermeintlich konkurrierende, global agierende Unternehmen wie Daimler und Volkswagen, die gemeinsame Basis dieser Veranstaltung sinnvoll nutzen, veranschaulicht deutlich die Ausrichtung und Philosophie von Automotive Nordwest. Dr. Anna Meinke lässt die Entwicklung des Clusters noch einmal Revue passieren. Die Metropolregion hat verschiedene Cluster, die sie ins Leben gerufen hat und zu Beginn gefördert hat für eine dreijährige Anschubsfinanzierung. Dazu gehört auch das Cluster Automotive Nordwest. Und ich glaube, die Akteure des Clusters Automotive Nordwest können sehr stolz auf sich sein, dass sie es geschafft haben, nach dieser dreijährigen Förderung in die Selbstständigkeit überzugehen und jetzt eigenständig nur durch Mitgliedsbeiträge finanziert dieses Cluster nach vorne zu bringen. Und wie wir heute in der Veranstaltung gesehen haben, mit einem sehr großen Erfolg. Auch in Zukunft plant Automotive Nordwest noch so einiges. Manfred Meise mit dem Ausblick. Wir planen im Moment, mit anderen Clustern in der Region zusammenzugehen, um Automotive Nord zu gründen. Das ist ja auch bekannt gemacht worden. Ziel ist es da, die Aktivitäten zu bündeln und vor allen Dingen auch die internationale und globale Ausrichtung zu stärken. Darüber hinaus werden wir ganz stark Themen bespielen, die mit Personalführung zu tun haben, die mit den Technologien, mit denen wir zu tun haben, aber auch mit Themen wie Kooperation mit anderen Verbänden und Unternehmen und vor allen Dingen auch die stärkere Öffnung der Hochschulen für die KMU-Unternehmen. Das Netzwerken und Kooperieren ist ein wichtiger Bestandteil des Clusters und dieser Veranstaltung. Auch niederländische Firmen sind nun mit an Bord. Für mich ist Automotive Nordwest ein sehr interessanter Verein, um auch die deutsch-niederländische Zusammenarbeit und Vernetzung weiter voranzutreiben. Wie man in den Niederlanden sagt, unbekannt macht unbemint. Was so viel bedeutet wie, wenn man einander noch nicht kennt, kann man einander auch nicht mögen bzw. kooperieren. Ich habe viele Kontakte heute knüpfen können zu Unternehmen, die interessiert sind, auch sich einzubringen in die LNG-Initiative Nordwest und bin ganz froh, heute hier zu sein. So wird die Gelegenheit des intensiven Netzwerkens zum Abschluss von vielen Teilnehmern genutzt. In der Begleitausstellung präsentieren die Branchenexperten themenspezifische Inhalte und stehen für Gespräche zur Verfügung. Der Clustermanager von Automotive Nordwest e.V., Matthias Brucke, zieht ein abschließendes Fazit zur Herbstkonferenz. Also die Jahresveranstaltung ist natürlich immer unser krönender Abschluss. Wir haben versucht, die Branche darzustellen, die Region darzustellen, diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Da ist das Thema LNG, alternative Antriebe, im Zentrum.
Wir haben wie immer beide Marken, beide Werke da, VW in Emden, Mercedes in Bremen. Und das ist auch was uns als Cluster auszeichnet, dass wir eben für unsere Mitglieder auch diesen Mehrwert schaffen können. Hier sind dann Werksleiter, hier sind Leiter Qualitätssicherung, also wirklich renommierte, prominente Leute. Und das ist das, was wir natürlich auch nächstes Jahr fortsetzen wollen, wenn man sich so anguckt. Letztes Jahr 170 Leute, dieses Jahr knapp 200. Also ich glaube, da ist noch was möglich nächstes Jahr. Und das werden wir natürlich inhaltlich, thematisch und auch von den Veranstaltungen nächstes Jahr wieder versuchen, ein interessantes Programm zu machen. Mit diesem positiven Ausblick freuen wir uns schon jetzt auf die Herbstkonferenz 2015. Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet www.automotive-nordwest.de.